Leute draußen, ich bin's Jan. Ich bin's Steffen. Und heute haben wir wieder Packwurf für euch. Und zwar wieder Magitex Extra 2015-16. Und ist ja super bei euch angekommen letzte Woche. Und generell, alle Magitex Extra Videos sind super angekommen bei euch. Falls ihr neu seid, falls ihr die anderen Videos nicht gesehen habt, checkt ihr auf jeden Fall ab. Wir haben Starter Pack, Mini Tin, Packs geöffnet. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Und was die Bestrafung nennen? Ja, und zwar haben wir uns überlegt, der Verlierer muss Tierfutter essen. Wir sind noch nicht ganz einig, welches. Ja, weil... Wir müssen es noch kaufen gehen. Ja, weil ich habe auch schon öfters in den Kommentaren gelesen, dass wir Hundefutter nehmen ganz sollen. Genau. Und wir haben jetzt noch nichts geholt, deswegen wir werden es dann wahrscheinlich morgen oder nachher noch machen, dass wir dann irgendwas gucken, was wir finden. Wir gucken dann, was sie haben. Und der Verlierer muss es dann essen. Ja, ich würde sagen, wir gucken dann, wie viel derjenige essen muss. Ja. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit den Packs. Viel Spaß. So Leute, ich fange jetzt an mit meinen beiden Packs hier. Zweimal Magitex Extra 10er Packs, natürlich für mich und dann auch noch von Jan. Und dann fangen wir direkt an mit dem ersten. Ich hoffe natürlich auf gute Karten. Ich denke, da hofft man immer drauf. Dann als erstes haben wir hier Kapitän Philipp Lahm von Bayern München mit 90 Abwehr. Richtig geil für das Spiel. Dann Höger von Schalke 04. Früher und heute von Wolfsburg, Max Kruse und Mario Mandzukic mit 89. Dann Kapitän Marvel Matip mit 72. Dann, wie heißt der? Rajkovic von Darmstadt 98. Dann früher und heute Marvin Hitz und Simon Jentsch von FC Augsburg. Dann Sunic von VfB Stuttgart. Neuer Transfer Marco Fabian von Eintracht Frankfurt. Und dann noch hier Offensivtrio vom 1. FC Köln, Leonardo Bittencourt, Osako und Risse mit 72. Und dann haben wir noch, oh mein Gott, yes, richtig geile Karte hier, richtig geil. Viel Spiel auf jeden Fall. Richtig geil. Club 100. Douglas Costa von Bayern München. 100 Angriff. Douglas Costa. Richtig geil auf jeden Fall. Hier Douglas Costa. Also es war auf jeden Fall ein richtig geiles Pack. Hier das erste. Richtig geil. Und wenn das zweite genauso gut ist, dann kann ich gar nicht mehr verlieren in diesem Spiel. Dann hier haben wir als erstes Auswärtstrikotkarte Modest mit 75. Dann Cigerzi von Hertha BSC Berlin. Kampel von Bayern 04 Leverkusen. Hack von Mainz 05. Hosina vom 1. FC Köln. Aaron Hunt von Hamburg. Johannes Flum von Eintracht Frankfurt. Früher und heute Gentner und... Hier ist der Balakov von VfB Stuttgart. 83 Mittelfeld. Auch gute Karte auf jeden Fall. Dann neuer Transfer von Eintracht Frankfurt. Sabolcs Hushti mit 73. Und dann am Ende hier noch 4 Rakettenkarte von TSG 899 Hoffenheim. Wen haben die da? Keter Rabeck oder so. Süle, Bicacic und Toljan. 4 Rakettenkarte mit 77. Abwehr, auf jeden Fall meine Karten richtig geil, natürlich der Höhepunkt, Club 100, Douglas Costa. Und dann jetzt viel Spaß mit Jans Packs. So Leute, dann öffne ich jetzt meine beiden Packs. Ihr habt ja Steffens Video schon gesehen, Steffens Packs. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was ich hier drin bekomme. Ich sehe nur schon 3 Special Cards. Dann erste Karte, Weidenfeller 79. Dann Dahoud mit 75. Clement von Mainz, nicht so gut. Dann Uwe Seeler und La Soga mit 99. Bacalords, Kapitän von Paderborn. Claudio Pizarro, 77. Kramaric von Hoffenheim mit 69. Vierer Kettenkarte von Werder Bremen, 75 nicht gerade gut. Dann haben wir Auswärtstrikotkarte Andreasen von Hannover 96,
und Matchwinner, der schlechteste Matchwinner aller Zeiten, Gondorf, 3 Sterne, ich glaube, das gab es noch nie, 67 Angriff, unglaublich von Darmstadt. Und da kommen wir zum zweiten Pack. Zweites Pack, da haben wir als erstes gleich mal eine Auswärtstrikotkarte von Mainz 05, Latza. Auch die schlechteste, die es gibt. Was für schöne Packs. Hier haben wir hier Saint-Maxime von Hannover, Vargas von Hoffenheim, Kessel, Kapitän von Union Berlin, Engel von Ingolstadt, Trockney, Update-Karte von Hamburg, Agi, Kapitän von Düsseldorf, Clemens Fritz, Kapitän von Bremen, Großkreuz, neuer Transfer und dann noch Offensiv-Trio Calhanoglu, Memedi und Brandt mit 84. Und ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen. Lohnt sich wirklich. Es kommen viele geile Videos in nächster Zeit. Besonders weil eine neue Serie rauskommen wird nächste Woche oder im Laufe der Woche. Seid gespannt. Hat mit dem Turnier im Sommer zu tun. Das ist der kleine Tipp. Und da werden wir wirklich auch viele Videos machen. Viele krasse Videos. Display Openings. Alles Mögliche. Und ja, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr bis Sonntag nicht warten könnt, schaut euch einfach Matchsticks Extra Pack War von letzter Woche an. Sind wirklich coole Karten mit dabei gewesen und auch ein cooles Spiel. Und die Bestrafung war auch eigentlich lustig. Da haben wir in Köln gedreht und ja. Falls ihr neu seid, abonniert nicht vergessen. Und dann sehen wir uns spätestens Sonntag wieder hier bei den Matchsticks Buddies. Ciao. Yeah.